Die sehen ja immer von außen, von außen sehen die immer so bräunlich aus, ne? Weil die jetzt, das sind ja auch Jährlinge, ne? Die sind jetzt von letztem Jahr. Aber wenn ich jetzt die Wolle hier so scheitele, guck mal, hier kannst du es sehen. Hier drunter ist diese wunderschöne stahlgraue Pommernschafwolle mit diesem Silberfaden mit drin, der so leuchtet. Das ist für uns, ist das ja Goldstaub. Also die Qualität jetzt hier auch noch, so eine schöne, wunderschöne lange Faser, keine Grannenhaare drin, das ist höchste Qualität, die es gibt. Kann ich ihn laufen lassen, oder? Na, rennst du mich um? Nö, ne? Das sind jetzt also die Pommernschafe. Damit hat das Ganze mal, hat der ganze Wahnsinn mal angefangen. Das sind also, ist also unsere einheimische Schafrasse hier. Bei uns in Vorpommern-Rügen hauptsächlich. Wir sind jetzt in Mecklenburg, aber da sind sie halt auch noch beheimatet. Und wir machen hier Herdbuchzucht hier. Wir erhalten also sozusagen eine Genreserve. Und ja, da gehören die jetzt dazu. Das sind jetzt unsere Böcke hier, unsere Zuchtböcke, ne? Hä, Böcki? Ja, das sind unsere Zuchtböcke. Die Wolle von den Tieren eignet sich ganz hervorragend halt für die Herstellung von textilen Produktionen, von textilen Produkten, weil sie erstens eine schöne Länge hat, also eine lange Faser, macht ein sehr, sehr haltbares Garn am Ende. Dann ist die Faser grob und diese groben Haare sozusagen, die haben innen drin Lufteinschlüsse und die, also das sind sozusagen Rohre, sind Hohlfasern und die isolieren viel besser als Vollmaterial. Also die Wolle von diesen Tieren isoliert viel besser als die Wolle von Merino-Schafen aus Neuseeland oder Südafrika oder Südamerika und wo sie überall herkommen. Jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, wenn die Schafe geschoren sind, wo das Material dann liegt. Das zeige ich euch jetzt. So. Und Marco, was sagt das Internet dazu, hä? Du hast recht, Alter. Die Ölkäfer, auch bekannt als Blasenkäfer und Pflasterkäfer, sowie Maiwürmer, sind eine Familie der Käfer. Mit weltweit etwa 2000... eine marktwirtschaftliche Bedeutung als Aphrodisiakum. Ah. Aber schon geringe Dosen können für den Menschen giftig sein, höhere Dosen sogar tödlich wirken. Aber nur, wenn man ihn isst. Wir wollen ihn ja nicht essen. Also könntest du einen halben davon nehmen? Ja, genau. Nehme ich einen halben. Brauche ich aber nicht. Ist das geil, ey. Ja, hier, das ist unser Schafstall. Und jetzt, wo die Schafe nicht hier drin sind, lagern wir halt hier auch die Wolle. Guck, hier kannst du das sehen, nicht? Also, das passiert immer so, die Leute, wir teilen diese Säcke aus hier. An jeden, der Wolle bringen möchte, der muss die Wolle in so einem Sack sein. Ansonsten nehmen wir die gar nicht. Das ist jetzt hier die Pommern-Schafwolle. Guck mal hier. Und hier, was es hier für verschiedene gibt. Guck mal hier, das ist jetzt so ein hellgraues hier. Siehst du das? Ja. Und guck mal, und hier hast du, guck mal, das was ist hier ein Jährling gewesen, das sehe ich sofort. Das ist hier ein Jährling gewesen, das siehst du daran, dass der so einen braunen Anflug hat, noch so eine dunkelbraune Wolle hat. Und auf der anderen Seite wird die immer heller. Siehst du das? Das ist jetzt die Hautseite. Hier, so ist die mal gewachsen. Das ist die Hautseite hier. Ne, so sah das auf dem Schaf aus. Und unten ist die heller, nicht? Und die Pommernschafe, die werden ja schwarz geboren und werden dann immer heller mit ihr übers Leben. Und hier kann man also erkennen, das ist ein Jährling gewesen. Und das ist hier ein altes Mutterschaf schon. Guck mal hier. Was jetzt passieren muss also als nächster Schritt ist, es muss ein Garn gesponnen werden. Seht ihr das, wie ich das hier mache? Guck so, dann wird immer gezogen, dann wird wieder gedreht, ne? Dann wird wieder gezogen, dann wird wieder gedreht hier. So spinnt man dann ein Garn. Seht ihr das, wie ich das hier schon kann? Wahnsinn. Guck mal, was ich hier schon für ein langes Garn habe. Und dieses Garn, ne, jetzt mache ich mal ab hier. So, haben wir jetzt ein Garn. Guck mal, das hält jetzt schon hier. Jetzt kann ich hier schon richtig ziehen dran. Das hält jetzt schon. Weil die Fasern so schön lang sind, ne, und sich so super gut verspinnen lassen zu einem Garn. Und jetzt wird dieses Garn dann auf einem Webstuhl zu einem Tuch verwoben. Nicht? Mit einer unten, einer oben, Kette und Schuss, kennt man, kann man sich vorstellen. Das ist das eine, das ist also für unsere Tambor-Kollektion. Und für die 3DX-Kollektion, da ist ja innen drin eine Wattierung. Da verwenden wir eine andere Wolle von einem anderen Schaf. Und zwar hier, vom Steinschaf ist das jetzt Wolle, nicht? Die ist noch gröber als die Pommernschafwolle. Das heißt, sie isoliert auch stärker. Aber die ist, wenn man die jetzt, sag ich mal, zu einem Tuch verarbeitet, ist das wie Sandpapier. Das ist so, das kann man nicht tragen. Und deswegen verarbeiten wir diese Wolle zu einer Wattierung und steppen die innen hinein in unsere 3DX-Kollektion. Weil diese Wolle hier, die isoliert
hammermäßig krass stark. Und dann ist diese Wolle super gut geeignet für eine isolierende Schicht in einer Steppjacke. Also wir machen sowas wie eine Daunenjacke, die aber nicht gefüllt ist mit Daunen, sondern mit Wolle von diesen Schafen. Ist auch eine bedrohte Landschafrasse, gibt es nur noch, keine Ahnung, 30 Stück von. Und wir vergüten diese Wolle gut, weil wir einfach das erhalten möchten, diese Genreserve. So, wenn also das Tuch hergestellt ist und wenn die Wattierung hergestellt ist, dann geht es zu uns in die Produktion und da wird zugeschnitten. Das zeige ich euch als nächstes. So, ne? Das ist jetzt die Wolle hier, die ich euch gerade eben gezeigt hatte. Und hier sieht man jetzt also, dass die Wattierung, die daraus hergestellt wird. Ne? Das wird natürlich noch gewaschen, wird sauber gemacht, wird gereinigt, aber das ist dann, das entspricht dem hier. Und dann geht es hier drauf auf die Schneidemaschine. Guck, und jetzt legen die hier schon die Lagen hier drauf auf den Cutter. 1,90. Hier siehst du das Schnittlagebild. Kannst du das sehen auf dem Bildschirm? Hier, das ist ein Rückenteil. Hier ist ein Rückenteil, Vorderteil, Vorderteil, Ärmel und hier ist der andere Ärmel. So, jetzt wird geschnitten. Guck mal, ich wollte noch mal zeigen, das ist das Endprodukt dann. Ein Darmmantel wird daraus am Ende. Gefüttert mit der Wollwattierung. So, jetzt müssen die Teile rausgenommen werden hier. Jetzt hat er ja geschnitten, ne? Jetzt hat er hier Teile rausgetrennt aus der Fläche. Und die hängen manchmal noch mit so einem kleinen Faden irgendwo noch mal fest. Da muss man noch mal nachschneiden. Das macht die Nancy hier gerade. Und dann werden diese Teile entnommen. Ne? Drei Lagen haben wir jetzt gemacht. Siehst du das hier? Wie kannst du das erkennen? Drei Lagen, also drei Jacken werden das. Dann werden die erstmal zusammengefasst. Ja, gehen wir mal gleich einen raus. Dann können wir oben schon mal loslegen, genau. Wunderbar. Was passiert damit jetzt? Das ist jetzt eine Jacke, das Steppmaterial von einer Perchter. Die nehmen wir jetzt mit hoch und da kann Ahmed oben schon mal anfangen. Das zeige ich euch gleich. Jetzt gehen wir in die Näherei. Hier ist so ein Materiallager, hier sind schon ein paar Zuschnitte und so lagert hier. Was man so Verbrauchsgüter, bla bli blub. Und hier ist die Näherei. So. Hallo? Ahmed, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Könntest du das abketteln auf der Maschine? Ja? Ja, ja, das ist ein extrem wichtiger Schritt, der auch sehr, sehr gut und gewissenhaft gemacht werden muss. Dabei wird rundherum nochmal 1 cm abgeschnitten und dabei wird mit einer Naht eingefasst. Das macht man, guck mal, pass auf, guck mal, hier fängt das schon an. Die haben wir jetzt einfach hier durchgeschnitten. Und wenn wir jetzt das nicht einfassen würden, dann würde die einfach nach hierhin aufräufeln. So, jetzt guck hin. Jetzt schneidet er 1 cm ab. Da ist ein Messer, das läuft. Er schneidet den ab. Und fest dann die Kante ein hier. Siehst du das? Siehst du das hier? Jetzt ist das hier eingefasst. Guck, und dann sind hier so Schnipsel. Ne, das ist hier 1 cm, der dann sozusagen abgeschnitten wurde davon. Und jetzt kann man das einfach vernähen. Wunderbar. Bist du zufrieden, Ahmed? Ja. Wunderbar. Ne? Ja, hier kannst du das sehen jetzt. Ja? Hier siehst du diese Naht zum Beispiel. Die wäre aufgeräufelt. Ja? Die hätte sich nach und nach nach hinten hin aufgeräufelt. Aber jetzt haben wir sie ja mit drei Nähten und dann noch hier sozusagen einem Legefaden eingefasst, so richtig eingeklemmt, dass die nicht aufräufeln kann. Die wird nie im Leben nicht mehr aufräufeln. Hier. Ne, wir arbeiten gerade an einem neuen Modell. Ne? Das können wir ja auch nochmal zeigen, wie das vonstatten geht. Irina ist unsere Schnittkonstrukteurin. Und jetzt kann man mal sehen, wie komplex das eigentlich ist, hier so einen Schnitt irgendwie zu machen. Was ist das alles? Das war eine Vorbereitung vom Grundschnitt. Ja. Zeig das mal so skizzenhaft. Zuerst habe ich die Umrisse vom Grundschnitt gemacht, den Kragen etwas weiter ausgeschnitten, eben diese Hilfslinien hier, den Ärmel geteilt. Genau, das sind jetzt die Schnittteile für die Jacke. Und jetzt haben wir einige Veränderungen vorgenommen und jetzt übertrage ich sie hier auf die Schnittteile. Was haben wir denn noch für Veränderungen jetzt? Die war doch geil, die Jacke. Ja, die war geil, aber zum Beispiel wird jetzt die Tasche anders gemacht. Guck mal, da macht Irina, wo sind die anderen Möglichkeiten? Zeig mal, die anderen Möglichkeiten sind. Dann, Irina bereitet dann sowas vor, nicht?
Und dann setzen wir uns zusammen und überlegen, wie soll die Tasche jetzt sein, nicht? Also soll sie so offen sein, wie diese hier? Oder soll sie so breit verdeckt sein, sodass man sie gar nicht sieht? Ne? Das ist jetzt für hier. Hier, einfach so eine Tasche, nicht wahr? Oder soll sie so leicht verdeckt sein, aber nur so leicht, damit man den Zipper noch schnell findet? Für diesen Kompromiss haben wir uns am Ende entschieden. Gibt es einen Prototypen schon? Ja, hier. Ja. Kann ich dir mal vorführen. Hier. Das ist hier. Bei Marco? Vor allen Dingen, die geht hier unten tiefer, weißt du das? Und die hat richtig dicke, große Schultern, sodass du dich schön damit bewegen kannst und die nicht merkst. Also das ist, ich find die richtig gut. Ich finde mich auch richtig attraktiv in dieser Jacke. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Findest du dich sonst nicht so attraktiv? Nee, aber in dieser Jacke schon. Findest du Marco attraktiv? Oh, hör auf mit dem Quatsch. Natürlich, in dieser Jacke, das passt ihm auch ganz gut von den Farben, ja. Man kann das vielleicht im Fernsehen oder jetzt hier sozusagen auf YouTube nicht so richtig geil sehen oder ich kann das schwer zeigen. Falls euch das aber wirklich interessiert, im Detail interessiert, textile Produktion in Deutschland, wie die ablaufen kann, dann kommt doch zu unserem Werksfestival. Wir haben am 4., 5. und 6. August haben wir hier ein Werksfestival. Da sind alle eingeladen dazu. Wir haben hier eine Wiese, ihr könnt campen kommen auch. Wir haben ein Soundsystem da, wir werden Musik spielen nachts. Ein Feuerchen machen auch und wir produzieren. Ihr könnt euch also dann auch angucken, wie wird zugeschnitten, wie funktioniert so eine Steppmaschine, was macht Irina so den ganzen Tag eigentlich bei uns. Sie wird auch da sein und einen Infostand betreuen. Falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, dann nutzt das und nehmt sozusagen unseren Bildungsauftrag auch ein bisschen wahr. So, falls ihr immer noch Bock habt auf schönes Landleben gucken, dann geht doch mal in die ARD-Mediathek. Dort findet ihr auf dem Land, den Auf dem Land-Kanal jetzt mittlerweile auch. Da gibt es aber zusätzlich zu unserer Serie, gibt es da auch alle anderen Serien und natürlich gibt es dort auch die Hofgeschichten und noch ein paar Reportagen. Also da ist noch ohne Ende Material. Viel Spaß beim Berieseln lassen.